Ja, herzlich willkommen zu unserer Präsentation oder zu unserem kleinen Vortrag zum Thema Deutschtests für den Beruf. Ich bin Jutta Burmeister, ich bin Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache an verschiedenen Volkshochschulen und auch an einigen Hochschulen in Berlin. Und ich prüfe regelmäßig sämtliche Niveaustufen von A1 bis C2. Mit mir hier ist Frau Hamuda. Willst du dich auch kurz Ja, vorstellen? okay, ich bin ehemalige Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache und prüfe auch bis heute alle Niveaustufen. Und im Moment organisiere ich die Deutsch-, also Berufssprachkurse und Prüfungen für uns in der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg. Okay, gut. Bevor ich jetzt starte oder bevor wir starten, würden wir gern wissen, wer denn hier jetzt alles mit uns im Raum ist. Wir sehen Sie ja nicht. Deshalb wäre das toll, wenn Sie entweder über den QR-Code oder über den Link im Chat einfach mal kurz anklicken. So eine Minute, haben wir uns Zeit genommen. Mit welcher Motivation nehmen Sie denn jetzt hier teil? Sind Sie auch Lehrkraft? Sind Sie Lernende und planen vielleicht einen Test in nächster Zeit zu absolvieren? Oder haben Sie einen anderen Grund, hier teilzunehmen? Sind Sie einfach interessiert? Ja? Geben Sie es doch mal kurz ein und dann schauen wir mal auch, wie wir die Schwerpunkte jetzt setzen können in der nächsten halben Stunde. Ja, also am besten aus dem auf den QR-Code. Sie können es natürlich auch in den Chat schreiben. Sie können aber auch den Link anklicken, den Sie im Chat finden, oder auf den QR-Code gehen. Wenn alles gut klappt, sehen wir gleich eine schöne Grafik, wie die Teilnehmer hier zugeordnet werden. Noch was vorweg. Ich werde meine Kamera ausmachen, Frau Hamuda auch, während dieses kurzen Vortrags. Danach ist noch genug Zeit, dann ja, uns alles zu fragen, was Sie fragen möchten zum Thema Deutschprüfungen und speziell zum Thema Deutschtest für den Beruf. Dann machen wir natürlich auch die Kamera zum Schluss wieder an. Aber es ist einfach für die Internetstabilität ein bisschen besser, jetzt die Kamera auszumachen. Also das mit dem Link im Chat hat erst nicht geklappt. Ich hoffe, jetzt ist er da für alle sichtbar. Okay. Bisher haben sich nur Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen gemeldet. Alles klar. Aha, jetzt ist er da. Dankeschön, Nürnberg Süd. Ja, dann gucken wir mal. Ich gebe Ihnen mal eine Minute Zeit und dann gucken wir mal rasch, wie es aussieht. Okay, Informatikerin, Lehrkraft. Okay. Gut. Dann. Okay, also viele Lehrkräfte hier bei uns. Ich verzichte jetzt mal auf Zeitgründen darauf, das so im Einzelnen zu zeigen. Aber für mich ist natürlich interessant, Marketing-Spezialist. Okay, gut. Dann gehen wir mal eins weiter. Jetzt funktioniert es genau schon mal nicht.
Jetzt geht's wieder. Gut, also, wir sprechen heute über den Deutschtest für den Beruf. Und erstmal, haben Sie denn so eine Schätzung? Vielleicht auch mal kurz in den Chat. Was glauben Sie, wie viele verschiedene Deutschprüfungen gibt es denn eigentlich? Haben Sie eine Idee? Was glauben Sie? Schreiben Sie doch hier auch mal Ihre Schätzung in den Chat. Rund 20, okay. Reicht noch nicht so ganz, ja? Ja, die offiziellen, genau. Noch jemand eine Schätzung? Okay, müssen wir auch nicht in die Länge ziehen. Also wenn man alle Niveaustufen nimmt und auch alle Anbieter, TEL, Goethe, DSH, TestDaF, sind wir bei mehr als 40 verschiedenen Deutschprüfungen vom Niveau A1 bis C2. Jetzt ist natürlich die Frage, warum gibt es seit 1. Juli noch eine weitere Prüfung oder besser gesagt vier weitere Prüfungen, nämlich die Deutschtests für den Beruf. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Erstmal ganz kurze Einleitung. Was ist das eigentlich? Dann sprechen wir über die Zielgruppen, um was für Themen geht es. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen genauer das Testformat an. Und zum Schluss dann Ihre Fragen. So, die Deutschtests für den Beruf gibt es seit dem 1. Juli 2022. Es gab vorher auch schon Deutschtests für den Beruf, aber die offiziellen DTB vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemeinsam mit der TELG GmbH entwickelte Tests gibt es jetzt, werden durchgeführt seit 1. Juli. Und die sind normalerweise der Abschluss der Berufssprachkurse, die es auch auf den entsprechenden Niveaus A2, B1, B2 und C1 gibt. Es ist auch in der Regel Voraussetzung, so einen Berufssprachkurs besucht zu haben, damit man an diesen Prüfungen teilnehmen kann. Warum wurde diese Prüfung neu eingeführt? Sie soll halt stärker auf den Beruf hinführen, auf eine Berufstätigkeit hinführen. Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagt halt, dass hiermit die Integration in den Arbeitsmarkt gefördert werden soll. Wer die bisherigen Prüfungen kennt, weiß ja, dass zum Beispiel bei B2 Dinge gefragt werden. Man kann da eine Reise vorstellen oder über Themen diskutieren in der mündlichen Prüfung, die man in einem Zeitungsartikel gelesen hat. Das sind ganz vielfältige Themen aus verschiedenen Bereichen. Aber hier ist jetzt wirklich neu diese Fokussierung auf berufliche Themen und das schauen wir uns gleich noch näher an. Genau, geschult werden sollen notwendige Kompetenzen, die man im Arbeitsleben braucht, Notizen machen, nachfragen, Informationen weitergeben, Beschwerden entgegennehmen, Meinungen austauschen und ähnliche Dinge. Ganz wichtig hier, es geht um eine fachübergreifende Berufssprache. Ja, oft besteht der Irrtum, dass hier Fachwortschatz vermittelt wird für die Logistikbranche, für die Gaststätten- und Hotelbetriebe oder ähnliches. Das ist hier in diesen allgemeinen Berufssprachkursen nicht der Fall. Es gibt Spezialberufssprachkurse für Pflegekräfte oder für akademische Heilberufe. Aber bei den Prüfungen, über die wir jetzt hier reden, A2, B1, B2, C1, geht es um eine allgemeine Berufssprache, um eine fachübergreifende Berufssprache und nicht um Fachsprachen. Was heißt das? Berufssprache ist unabhängig von dem angestrebten oder ausgeübten Beruf. Man kann sie in völlig heterogenen Bereichen anwenden. Zum Beispiel
Muss ich Telefonnotizen machen, wenn ich im Restaurant eine Tischreservierung entgegennehme oder wenn ein Kunde sich beschwert, dass der Handwerker nicht pünktlich gekommen ist oder das Handy irgendeinen Defekt hat, was gerade gekauft wurde. Also das sind Kompetenzen, die hier geschult werden, die man in verschiedenen Bereichen anwenden kann. Ja. Nachfragen bei Kunden, aber natürlich nicht nur im außerbetrieblichen Kontext, sondern auch innerbetriebliche Themen werden hier behandelt. Zum Beispiel, wie ist es mit Kündigungsfristen, mit Mutterschutz, mit Teilzeitarbeit, welche Rechte habe ich überhaupt? Und nicht zuletzt, wie finde ich überhaupt einen Job? Ja, darauf kommen wir gleich noch. Also das sind Themen, die braucht man, egal in welchem Beruf man arbeitet. Ja, was noch Berufssprache? Berufssprache hilft den Teilnehmenden das passende Sprachregister auszuwählen. Was heißt das? Mit einem Kunden spreche ich anders als mit dem Chef vielleicht oder mit meinem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite. Ja, also das ist etwas, was auch schon auf unteren Niveaus erwartet wird. Ich muss mich hier einstellen auf mein Gegenüber. Und ich muss auch diese Registerunterschiede erkennen. Welche Kompetenzen geschult werden, habe ich schon gesagt. Nachfragen, auf Beschwerden reagieren, Anweisungen geben, entgegennehmen und so weiter. Wichtig ist hier auch noch, wenn man diesen Test vergleicht mit anderen Deutschtests, ist die starke Fokussierung auf die schriftliche Sprache. Im beruflichen Kontext sind die Unterschiede nicht so groß zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache, also zwischen dem, wie ich spreche, und geschriebenen Texten, wie in ihrer Alltagssprache. Ja, also mit ihren Freunden reden sie anders als mit dem Chef, aber im beruflichen Kontext haben sie auch hier eher diese offizielle Sprache im mündlichen Bereich. Ja. Man ist also so ein bestimmter Sprachcode, kann man sagen, um sich im beruflichen Kontext überhaupt zurechtzufinden. So, an wen richten sich jetzt diese Deutschtests für Beruf? Erstmal Voraussetzung für einen B2-Kurs. Der Kurs steht ja vor der Prüfung. Voraussetzung für einen B2-Kurs ist, dass man die Stufe B1 geschafft hat. Das kann man entweder über einen Integrationskurs schaffen, über diesen Deutschtest für für Zuwanderer. Man kann aber auch einen anderen B1-Test machen. Dann bekommt man eine Zulassung für einen Berufssprachkurs und kann diesen dann mit dem Deutschtest für den Beruf B2 abschließen. Wenn man in höher qualifizierte Arbeit, ja, möchte, braucht man oft C1, dann kann man hinterher einen Berufssprachkurs C1 ebenfalls mit der entsprechenden Prüfung anschließen. Zum Beispiel hatte ich jetzt den Fall einer Kita-Leitung, die wurde vom Berliner Senat aufgefordert, ein C1-Zertifikat für ihre Mitarbeiterin einzureichen. Die Mitarbeiterin kommt aus Indonesien, ist seit vielen, vielen Jahren in Deutschland mit einem Deutschen verheiratet, aber sie hat halt kein C1-Zertifikat. Und jetzt ja, wurde die Kita-Leitung aufgefordert, dieses C1-Zertifikat einzureichen für die Teilnehmerin. Gibt auch andere Berufe natürlich, wo man C1 braucht, zum Unterrichten, wenn man nicht an einer staatlichen Schule ist, zum Beispiel als Lehrkraft an privaten Schulen, auch als Arzt, wobei man dort auch eine Spezialprüfung noch ablegen muss, eine Fachsprachenprüfung. Und B2 ist auch im Bereich Pflege oder im Bereich Hotel und Gaststätten erforderlich.
Gut. Für Lernende, die kein B1 geschafft haben, ja, die kein B1 haben, gibt es die Möglichkeit, an einem Spezialberufssprachkurs A2 oder B1 teilzunehmen. Das sind halt Lernende, die ihr Stundenkontingent aufgebraucht haben im Integrationskurs, aber leider nicht den Deutschtest für Zuwanderer auf der Stufe B1 bestanden haben oder teilweise eben auch Lernende, die aus einem Alphabetisierungskurs kommen. Da ist ja das offizielle Ziel nur A2 oder ist A2. Und auch da gibt es dann die Möglichkeit, im Anschluss an einen Berufssprachkurs teilzunehmen und dann eben auch diese DTB auf der Stufe A2 oder B1 abzulegen. Auch hier geht es um berufliche Sprache, um Berufssprache. Auch hier haben wir schon auf diesem ni relativ niedrigen Niveau A2 haben wir die gleichen Themenfelder. Das werden wir gleich sehen. Also die Aufgaben sind natürlich andere, die man in der Prüfung bewältigen muss. Aber die Themenfelder, das sind 11 Themenfelder, die wir uns gleich ansehen, die sind auf allen 4 Niveaustufen identisch. So, jetzt habe ich schon ganz viel über A2, B1, B2, C1 gesprochen, aber was ist das denn eigentlich? Ja, was bedeutet das eigentlich? Also in A2 nochmal ganz kurz gefasst, diesen GER, gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Auf A2 hat man grundlegende Kenntnisse. Man kann häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen. Ja, wenn ein Kunde sich meldet und um Rückruf bittet, kann man das notieren. Ja, man kann Informationen austauschen, wenn es um vertraute Dinge geht, Dinge, die man täglich auch im Job erledigen muss. B1 ist dann schon fortgeschrittene Sprachverwendung. Das heißt, hier kann man schon zusammenhängendere Äußerungen über vertraute Themen, persönliche Interessen auch tun. Man kann sich auch mit den Kollegen vielleicht schon über Dinge austauschen, über Vorteile und Nachteile des Essens in der Kantine oder das letzte Wochenende. Also hier ist die Sprache, hier sind die Sprachkompetenzen schon ein bisschen fortgeschrittener. Man kann auch schon über Erfahrungen, Ereignisse berichten und ganz wichtig, man kann die Dinge auch schon begründen und erklären, warum man etwas macht. Das ist in A1, in A2 noch schwierig. B2 kann man dann die Sprache schon, wie man hier sagt, selbstständig verwenden. Man kann also auch komplexere Texte, zum Beispiel Gebrauchsanweisungen, der Kunde kauft ein neues Handy oder längere Informationen, kann man hier auch schon verstehen. Und man kann in seinem Spezialgebiet auch schon an Fachdiskussionen teilnehmen. Ja. Und man kann sich relativ spontan und fließend äußern. Man kann Vor- und Nachteile angeben. Zum Beispiel, wenn über den Schichtplan diskutiert wird, ja, was ist besser, vormittags, nachmittags, abends arbeiten, wie kann man das verteilen, vielleicht in einem Krankenhaus, in einer Pflegeeinrichtung. Also hier kann man schon Dinge diskutieren und begründen. Und dann schließlich C1, die fachkundige Sprachverwendung. Hier kann man anspruchsvolle, längere Texte verstehen, auch schon implizite Bedeutung, also Dinge, die nicht genau so ausgedrückt sind, sondern so ein bisschen versteckt im Text vorhanden sind. Man kann die Sprache wirksam und flexibel verwenden, also eben auch sehr spontan reagieren auf Äußerungen von Kollegen, Mitarbeitern, dem Chef oder von Kunden. Man kann Texte verknüpfen, ja, und man kann eben sich klar, strukturiert und ausführlich zu Dingen äußern.
Okay. So, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Thema, nämlich worum geht es eigentlich in diesen vier Prüfungen? Ja, ich habe ja schon gesagt, in allen vier Prüfungen, egal auf welchem Niveau, geht es um 11 verschiedene Handlungsfelder, wie es so schön heißt. Das ist zum ersten die Arbeitssuche und Bewerbung. Wo finde ich überhaupt eine Arbeit? Wie verstehe ich Stellenanzeigen? Was heißen diese Abkürzungen? Wie schreibe ich eine Bewerbung? Wie gehe ich in ein Vorstellungsgespräch? Ja, das sind hier erstmal wichtige Themen. Dann geht es um Arbeitsantritt. Was brauche ich vielleicht für Dokumente? Wer ist im Unternehmen wofür zuständig? Wo finde ich den Personalchef? All diese Dinge. Dann die innerbetriebliche Kommunikation. Ja, Gespräche mit Kollegen. Ne, das wird auch abgeprüft dann im mündlichen Teil der Prüfung. Da gibt es so eine Art Smalltalk. Habe schon gesagt, das Thema Kantine oder Arbeitskleidung oder Diensthandy. Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung? So dass man eben auch mit Kollegen sich unterhalten kann. Dann die Außenkontakte mit Kunden, Lieferanten. Da ist ein weiteres zentrales Thema. Dann geht es in diese mittlere Reihe. Es geht um Regularien am Arbeitsplatz, also Kündigungsfristen. Das Thema Kündigung haben wir auch noch mal extra, aber Kündigungsfristen, sowas wie Kleiderordnungen, Pausenordnungen, Urlaubsregelungen, all diese Dinge, die ja auch schwer zu verstehen sind und in allgemeinsprachlichen B2-Kursen so den Teilnehmenden nicht vermittelt werden. Wichtig, Thema aus Fort- und Weiterbildung. Welche Möglichkeiten gibt es? Wohin kann ich mich wenden? Was muss ich machen, wenn ich mein Arbeitsverhältnis beenden will oder wenn der Chef, die Firma das Arbeitsverhältnis beenden will? Was kann ich möglicherweise dagegen unternehmen? Gibt es so schwere Wörter wie Kündigung, Schutzklage, Arbeitsgericht? Auch diese Worte lernt man nicht, wenn man in einem allgemeinsprachlichen Kurs ist, jedenfalls normalerweise nicht. Ja. Dann Gestaltung sozialer Kontakte, mit den Kollegen etwas unternehmen, wohin fährst du in den Urlaub? Das sind diese kleinen Gespräche, auch wollen wir mittags zusammen essen gehen in der Pause, was machst du heute Abend, was machst du am Wochenende? Und dann zum Schluss die untere Reihe, eben der Umgang mit Konflikten, Auseinandersetzungen. Das kann innerbetrieblich sein mit Kollegen. Zum Beispiel gibt es eine Prüfungsaufgabe, da kommt ein Kollege immer zu spät zur Arbeit und das geht ja zu meinen Lasten. Ich muss immer in der ersten halben Stunde für den Kollegen mitarbeiten. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie kann ich das ansprechen? Welche Möglichkeiten gibt es? Oder natürlich auch der Umgang mit Beschwerden von Kunden. Wie kann ich da angemessen reagieren? Oder auch mit dem Chef, wenn ich eine Abmahnung bekommen habe und wie kann ich jetzt darauf reagieren? Ja, das hängt eng zusammen mit der Realisierung von Gefühlen, Haltungen und Meinungen. Ich muss das natürlich auch begründen, wenn ich reagiere. Warum bin ich zu spät gekommen oder eben auch zu einer Beschwerde, wenn ich darauf antworte, welche Gründe habe ich hier gehabt, dass ich so gehandelt habe. Und dann ganz allgemeines Thema zum Schluss, Austausch von Informationen. Das betrifft jetzt eigentlich alle anderen Handlungsfelder auch. Also in jedem Beruf müssen Informationen ausgetauscht werden mit den Kollegen, mit den Kunden, mit den Vorgesetzten, ja, mit diversen Ansprechpartnern, die man da hat und Ansprechpartnerinnen. So, schreiben Sie gerne Fragen in den Chat, Kommentare. Wir werden das alles zum Schluss dann aufgreifen, ja, damit Sie jetzt auch nicht nur zuhören.
Seien Sie gerne auch dabei und schreiben Ihre Fragen. So, jetzt kommen wir nämlich ganz konkret zu dem Testformat. Ja, allgemein berufsorientierend, habe ich schon gesagt. Ja, es ist keine Fachsprache. Es kommt natürlich auch Allgemeinsprache, die ich im Alltag brauche, vor. Aber es geht um eine allgemeine Berufsorientierung, nicht um eine spezielle Branche, um einen speziellen Beruf. Wenn ich mir den Test anschaue jetzt, es gibt keine stufenübergreifenden Formate. Was heißt das? Wir haben keine Tests, wie zum Beispiel beim Deutschtest für Zuwanderer oder bei anderen Tests für den Beruf, die es schon gab und gibt. Man kann hier nicht diesen Test machen und vielleicht den auf B1 oder auf B2 bestehen, sondern hier gibt es nur die Möglichkeit, ich mache eine B2-Prüfung und ich habe B2 geschafft oder ich habe B2 nicht geschafft. Ja, also diese Möglichkeit, auch mit einem Test verschiedene Niveaustufen zu erreichen, gibt es hier nicht. Wie bei jedem Deutschtest jedem Deutschtest von Telg oder Goethe werden die 4 Fertigkeiten Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen geprüft. Neu ist hier, dass es kombinierte Aufgaben gibt. Es gibt eine Lese- und Schreibaufgabe, eine Hör- und Schreibaufgabe und eine Sprachbausteine und Schreibaufgabe. Sprachbausteine, das ist dieser Teil der Prüfung, in dem man zum Beispiel kleine Grammatikteile einsetzen muss oder ein bestimmtes Wort. Also da werden Grammatik- und Wortschatzkenntnisse abgefragt. Diese kombinierten Aufgaben, also ich lese zum Beispiel etwas und soll jetzt antworten auf das Gelesene oder ich habe etwas gehört und soll jetzt dazu eine Telefonnotiz verfassen, gab es auf den unteren Niveaustufen bisher nicht. Das gab es im C1-Bereich, gibt es im C1-Bereich bei der normalen C1, C1-Hochschule-Prüfung. Aber hier, dass es schon in A2, B1 erwartet wird, das gibt es nicht. Das ist eine Besonderheit jetzt dieser neuen Prüfung. Soll eben Authentizität prüfen, vermitteln, weil genau das passiert ja im Job. Ich gehe ans Telefon und muss etwas aufschreiben oder ich habe ein Gespräch mit einem Gast, einem Kunden und soll das jetzt weitergeben an den Kollegen, der meine Schicht übernimmt oder an den Chef oder soll dem Kunden antworten. Und das ist eben etwas, was hier neu ist. Es ist immer eine Paarprüfung, also mit normalerweise eine Paarprüfung mit 2 Personen. Man muss 60% der Gesamtpunkte erreichen, wobei man zwischen den einzelnen Fertigkeiten dann auch die Punkte ausgleichen kann. Man muss aber in jeder Fertigkeit mindestens 40% der Punkte erreichen und das ist abgestimmt auf die Kurskonzepte der Berufssprachkurse. Das kann man alles nachlesen. Da gibt es ein Handbuch auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da sind nochmal ganz genau die Kursziele der Berufssprachkurse und eben auch die Themen der DTB-Prüfung genannt. So, jetzt gucken wir uns ganz schnell diese verschiedenen Prüfungen an, weil sich hier vieles wiederholt. Ja, das ist nun mal hier so als Grafik. Man sieht hier eben, die Prüfung dauert auf A2-Niveau im schriftlichen Bereich 95 Minuten und im mündlichen 16 Minuten. Lesen sind 4 Teile, Schreiben 2, Hören 4. Das sehen Sie hier alles, Hören und Schreiben, 2 Teile und so weiter. Interessant ist jetzt hier die
diese Zeit bei den Sprachbausteinen und Schreiben, da sieht man, das sind hier 10 Minuten. Das ist relativ überschaubar. Lesen und Schreiben 20 Minuten, Hören und Schreiben nur 5. Da muss man also nur den Namen und die Telefonnummer und vielleicht die Zeit, wann die Person zurückrufen soll, notieren. Also das ist auf A2-Bereich natürlich noch relativ überschaubar. Ja, was muss man hier machen? Also zum Beispiel eine E-Mail schreiben bei Lesen und Schreiben. Ein Vorgesetzter hat jetzt geschrieben, können Sie nächste Woche Donnerstag arbeiten? Der Kollege ist krank und Sie antworten darauf. Oder eben die Kundenanfrage dokumentieren. Das habe ich gerade schon gesagt, und bei den Sprachbausteinen vielleicht dann auch noch mal eine kurze Nachricht schreiben, ja, an den Chef. Da gibt es zum Beispiel hier, ein Kollege hat Ihnen geschrieben, willst du heute mit mir Mittagessen gehen, und Sie haben keine Lust, und jetzt antworten Sie, warum wollen Sie nicht, oder keine Zeit, und Sie antworten jetzt. Interessant ist hier, wir sind bei A2 bei der innerbetrieblichen Kommunikation. Das heißt, die Themen, die hier abgeprüft werden, beziehen sich auf Gespräche, vorwiegend auf Gespräche mit Kollegen, mit dem Chef. Hier ist auch schon die Telefonnotiz dabei, es ist aber wirklich noch sehr begrenzt. Ja. Ich sage gleich mal was zu den Ergebnissen. Ja, es gibt noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe das gerade im Chat gelesen. Also es ist so, ich selbst nehme jetzt die Prüfungen seit Juli ab an verschiedenen Volkshochschulen, auch bei privaten Trägern. Ich habe jetzt, glaube ich, seit Juli 10 oder 12 Prüfungen abgenommen, also relativ viele schon. Und ich habe jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung mal kurz rumgefragt, wie das so aussieht. Und die Bestehensquoten sind so zwischen 40% und 50%. Das entspricht, also das ist nur mein subjektiver Eindruck jetzt, also meine subjektive Umfrage hier, meine ganz private. Und das entspricht in etwa der Bestehensquote, die es auch für die allgemeinsprachliche B2-Prüfung gibt. Ja? Also es ist so ungefähr die Hälfte. In welchen Teilen das schlechteste Ergebnis erzielt wird, kann ich jetzt so nicht sagen, aber es ist wie bei fast allen Prüfungen der Schreibteil. Ja? Das werden wir auch gleich noch sehen, welche besonderen Schwierigkeiten es da gibt bei dem Schreibteil. Ja. Gut, jetzt fasse ich mich relativ kurz, weil die Zeit läuft, ja, damit wir noch kurz Diskussions- oder Gesprächsrunde haben zum Schluss. B1, auch ähnlich, ne? Wieder Sprachbausteine schreiben, nur diese 10 Minuten, Dauer der Prüfung genau gleich. Jetzt geht es aber hier schon mal so ein bisschen, wenn Sie bei Lesen und Schreiben gucken, auf E-Mails von Kunden reagieren. Also hier geht es jetzt schon zur außerbetrieblichen Kommunikation. Ja. Sprechen interessant vielleicht. Bei A2 muss man seinen Wunschberuf vorstellen. Und bei B1 geht es darum, dass man 6 bekannte Themen hat. Also die kennt man schon vorher. Und da soll man jetzt etwas zu sagen. Ja, man bekommt dann 2 zur Auswahl, und da wiederum kann man sich 1 aussuchen. Also zum Beispiel einen Arbeitgeber beschreiben, für den man gearbeitet hat, einen bestimmten Beruf, wie die Jobsuche funktioniert. Also die Themen sind vorher bekannt. Ja. So, dann geht es weiter zu B2. Und hier sehen wir jetzt den Riesenunterschied. Ja, hier geht es nämlich hoch bei den Sprachbausteinen und Schreiben auf 35 Minuten. Und das wird jetzt wesentlich länger. Und ein weiterer Unterschied ist der Teil Sprechen. Hier hat man jetzt nämlich noch einen Teil, wo der Prüfungspartner mit einbezogen wird. Ja, also der muss jetzt auch sich zu dem Vortrag des anderen Partners äußern und da einen Aspekt erläutern. Man will halt
abprüfen, ob der Partner da auch gut zugehört hat und verstanden hat. Ja, das ist ja auch eine Kompetenz, die man im Beruf braucht, dass man etwas hört von einem Mitarbeiter oder vom Kunden und das jetzt weitergeben muss. Also das wird jetzt hier in B2 geprüft. Auch hier bekannte Themen, ne? Die Themen sind vorher bekannt. Man kann das üben, man kann sich darauf vorbereiten beim Sprechen. Jetzt kommen wir zu C1. Hier sehen wir nochmal, dass es länger wird. Ja, Sprachbausteine, genau, 45 Minuten. Ja, also dieser Teil wird länger, die anderen bleiben relativ konstant. Dieser Teil Sprachbausteine schreiben wird länger. Mhm. Gut, hier haben wir schon... Bei C1 gibt es schon sowas wie Stellungnahme an die Geschäftsführung und auch die Auswahl der Themen wird immer größer. Also das Themenangebot beim Sprechen wird immer größer. Also hier hat man schon 12 Themen, die vorher bekannt sind, die man vorbereiten sollte. Und davon kommen dann 2 und man kann 1 auswählen. Gut, jetzt kommen wir schon fast zum Ende. Die Zeit, ja, ist auch schon vorbei. Fast vorbei. Also wir wollen ja noch kurz uns austauschen. So, was sind die Besonderheiten? Das eine, diese kombinierten Aufgaben, die sind für die Teilnehmer ungewohnt. Ja, wenn man Hören, Lesen, Sprachbausteine nicht versteht, kann man auch die Schreibaufgabe nicht oder kaum beantworten. Ja, zumal für Teilnehmende ohne Berufserfahrung sind diese Telefonnotizen extrem schwer. Man muss sich da konzentrieren, man hört das nur einmal und das ist relativ schwierig. Es gibt eine starke Fokussierung auf die Schreibkompetenz. Ja, das ist also gerade in den unteren Niveaustufen herausfordernd. Und die Prüfungen enthalten zum Teilweise auch Fachwortschatz. Das ist deshalb notwendig, weil das ja aus authentische Texte sind, aus dem beruflichen Kontext. Und das kann sogar auf höherem Niveau noch zu Blockaden führen. Man kennt das ja. Sie haben einen Text und da verstehen Sie 3 Wörter nicht und sagen, oh Gott, ich kann das alles gar nicht. Ja? Und das ist eben hier ein bisschen das Problem. Das räumt auch das Bundesamt ein. Aber die sagen, ja, es ist halt trotzdem machbar und es ist eben schwer, das komplett zu vermeiden, den Fachwortschatz, wenn man denn authentische Texte nehmen will und authentische berufliche Situationen vermitteln will im Kurs und später auch dann im Test abprüfen. So, die Beispielaufgabe lasse ich weg angesichts der fortgeschrittenen Zeit und gucken uns hier mal an, was ich als Fazit gezogen habe. Also einmal, es werden authentische Situationen im Arbeitsleben aufgegriffen. Dadurch soll die Integration ins Arbeitsleben befördert werden. Das ist sicherlich ein positiver Ansatz, kann man sagen. Aus meiner Sicht, andererseits heißt so ein Zertifikat im Deutschtest für den Beruf auf A2, B1, B2 oder C1 Niveau nicht unbedingt, dass man jetzt auch die Allgemeinsprache oder sogar die berufsspezifische Fachsprache auf diesem Niveau beherrscht. Ja, also es ist halt immer auf den beruflichen Kontext bezogen. Man kann jetzt vielleicht nicht über Zeitungsartikel zu Umweltthemen oder zu Theateraufführungen diskutieren. Ja, also das ist eben wirklich dieser ganz fokussierte Wortschatz. Okay, das war jetzt der Schnelldurchlauf. Dann würde ich jetzt einfach das Wort mit an Frau Hamuda geben und unsere Kamera wieder anmachen, damit wir dann auch noch Fragen beantworten können. Gut, dann vielleicht eine Frage, die hier zweimal auftauchte, war, ob die Präsentation am Anschluss zur Verfügung gestellt werden kann. Das wusste ich jetzt nicht.
Bisher, das kann ich klären. Es ist wohl so, dass die Expolingua den Vortrag aufzeichnet und dann circa eine Woche nach der Veranstaltung einen Link ins Netz stellt, unter dem man sich dann diesen ganzen Vortrag nochmal ansehen kann. Inwieweit die Präsentation jetzt zu haben ist, denke ich, also aus meiner Sicht ist es möglich. Das müsste dann nochmal mit den Volkshochschulen, für die ich ja jetzt hier spreche, geklärt werden. An wen sollen sich die Teilnehmenden dann wenden? Ja, das ist eine gute Frage. Gut, ich würde... Host hier? Bitte? Die Frage an Expolingua, an den Host vielleicht? Wahrscheinlich. Ist das Beste. Vielleicht können die auch die Präsentation dann einfach, einen Link zur Präsentation, ist wahrscheinlich der sinnvollste Weg. Also einfach nochmal auf die Expolingua-Seite gehen, so in einer Woche ungefähr. Es sind ja auch noch die Veranstaltungen vom letzten Jahr teilweise abrufbar und da kann man sich auch noch ja Sachen ansehen, die letztes Jahr auf der Expolingua gelaufen sind und dann einfach nochmal auf diesen Vortrag gehen und schauen, ob dann da der Link zur Veranstaltung und zu der Präsentation steht. Hast du noch weitere Fragen gesammelt, Elli? Nee, den Rest konnten wir klären. Also die Frage ist noch ein bisschen, wie das ist mit dem Fachwortschatz, ob das in den Büchern enthalten ist, dass also das Drumherumlesen sozusagen trainiert wird. Ja, natürlich sind die Bücher, die sind ja zugelassen für die Berufssprachkurse und die bereiten vor auf die Prüfung. Das ist ja die Aufgabe. Trotzdem gibt es bestimmter Wörter, die dann für die Teilnehmenden schwierig sind. Ne? Ja, klar. Und da kann man nur wieder sagen, dass man, wenn man Lehrkraft ist, die Teilnehmenden ermutigt und sagt, okay, ihr braucht nur 60% und ihr könnt sogar auch ausgleichen, wenn ihr auch in einem Teil dann mal nur 40 habt und im anderen 80, dann habt ihr es trotzdem geschafft. Also ein bisschen Mut zur Lücke, ja. Also das räumt auch das BAMF ein, ja. Das steht auch in diesem Handbuch, dass da das durch, dass sie sich der Problematik durchaus bewusst sind, ja. Mehr ist hier nicht aufgetaucht. Mehr ist nicht aufgetaucht? Was wirklich zu beantworten gewesen wäre, nein. Okay. Gut. Dann, ja, haben wir es jetzt, glaube ich, auch. Genau. Genau. Dann, ja, danke ich allen, die zugehört haben. Und ja, egal, ob Sie jetzt eine Prüfung machen oder Lehrkraft sind, dann viel Erfolg und Spaß beim Unterrichten, Lernen, Prüfen, was auch immer. Ja, von mir auch. Vielen Dank für die interessanten Fragen und viel Erfolg bei allem. Okay, dann tschüss. Tschüss.